bei mir zu Hause. Ich zeige euch heute, wie ihr so einen Handysitzsack nähen könnt. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, freue ich mich natürlich über ein Abo und vergesst nicht, das Glöckchen zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Wenn ihr mal wieder an der Nähmaschine sitzt und gleichzeitig in eurem Handy kontrollieren wollt, wie was genäht wird, dann könnt ihr das mit dem Sitzsack super neben euch stellen und müsst dann nicht immer so nach unten gucken oder es in der Hand haben, sondern habt beide Hände frei, um gleichzeitig zu nähen. Wenn ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen wollt, dann gebt dem Video einfach einen Daumen nach oben. Und jetzt geht's los! Der Handysitzsack ist 13,5 cm breit und 21 cm tief. Und zum Beispiel mein Handy, das ist 16 cm lang. Wenn ich das hier drauf stelle, das passt perfekt drauf. Hier guckt noch so ein Schnippelchen oben raus. Und fällt jetzt nicht runter, aber dabei ist halt wirklich wichtig, dass es nicht zu prall gefüllt ist. Das hier vorne ist etwas fester gefüllt, damit das Handy hier gut stehen bleibt und hier nicht drüber rutscht. Und selbst wenn ich jetzt ein etwas größeres Handy noch nehme, wie ihr seht, hier ist noch ein Zentimeter mehr dran. Auch das steht noch super hier auf dem Handysitzsack drauf. Viel Spaß! Die Maße schreibe ich euch wie immer unter das Video in die Infobox. Und meinen Stoff habe ich nicht verstärkt. Also das ist ein etwas robusterer. Aber da das ja hinterher noch gefüllt wird, brauchen wir da keine Verstärkung auf dem Stoff drauf. Das hier sind meine 30 cm und das sind die 25 cm. Und Moment, als erstes klappe ich den Stoff rechts auf rechts mit den 30 cm aufeinander und markiere mir die Mitte hier oben mit einer Nadel. Klappe das dann wieder auf und nehme mir dann mein Dekoband, dann das klappe ich links auf links. Also das ist jetzt die Außenseite von meinem Dekoband. Das lege ich hier oben an. Hier oben direkt neben die Mitte lege ich das an, klappe das dann wieder zu, so, und das wird dann hinterher das Oberteil des Handysackes und hier unten, das ist dann das Unterteil. Und jetzt nähe ich mit einer Nahtzugabe von 1 cm einmal hier die linke Seite zusammen und dann hier ein Stückchen und hier ein Stückchen und lasse mir hier oben in der Mitte die Wendeöffnung. Und das hier unten, da nähe ich noch gar nichts zu, das bleibt komplett auf. Die Nahtzugabe habe ich mir mit einer Zickzackschere zurückgeschnitten, nur hier oben bei der Wendeöffnung den Stoff habe ich stehen lassen. Und hier bei der Ecke den Stoff habe ich schräg zurückgeschnitten. Nun markiere ich mir hier an der Unterseite, also die noch komplett auf ist, die Mitte und klappe den Stoff auseinander, so dass jetzt meine Hilfsnadel direkt, ich hole euch mal näher ran, dass meine Hilfsnadel hier direkt auf der Naht liegt und nähe dann mit einer Nahtzugabe von 1 cm hier unten den Stoff bis hierhin zusammen und lass mir hier so eine 2-3 cm große Wendeöffnung. Und beim Nähen aufpassen, hier hinten die Nahtzugabe am besten auseinanderlegen, dass das hier nicht so ein dicker Knubbel gibt. Die Nahtzugabe hier unten habe ich ebenfalls mit einer Zickzackschere zurückgeschnitten, nur hier bei der Füllöffnung, also das wird keine Wendeöffnung, sondern das ist die Füllöffnung für die Watte nachher, da habe ich den Stoff stehen lassen, den habe ich nicht zurückgeschnitten. Und nun hier oben durch die große Wendeöffnung vorsichtig wenden. Das Ganze sieht jetzt so aus. Die Schlaufe von dem Handysack ist nun hier oben. Hier hinten die Wendeöffnung ist noch auf. Und hier unten ist meine Füllöffnung. Und da habe ich die Nahtzugabe nur schon nach innen umgeklappt. Und nun muss ich noch zwei Markierungen machen. Und zwar einmal
3,5 cm von dem unteren Rand die erste Markierung machen und 4,5 cm von dem unteren Rand die zweite Markierung machen. Also, dass wir hier zwei Markierungen haben, die in der Mitte 1 cm breit sind. Und nun nähe ich einmal komplett von der einen Seite bis zur anderen Seite auf der einen Markierung und auch auf der anderen Markierung entlang. Ich fülle zuerst den unteren Teil, da das dann einfacher unter der Maschine liegt. Also dann habe ich, wenn ich das hier unten zunähe, nicht schon den hinteren Teil prall gefüllt. Also komplett füllen. Es kommt jetzt darauf an, was ihr für ein Füllmaterial habt. Ich würde es jetzt nicht zu prall machen, aber auch nicht zu lasch. Und wenn dann die untere Tasche hier komplett gefüllt ist, einmal vom Anfang bis zum Ende hier drüber nähen und somit die Füllöffnung schließen. Ihr könnt die Öffnung natürlich hier unten auch mit der Hand mit einem Matratzenstich schließen. Nun hier oben den größeren Teil auch noch mit der Füllwatte füllen. Und wenn das dann genügend gefüllt ist, dann die Nahtzugabe nach innen umklappen hier von der Wendeöffnung und feststecken. Und dann entweder mit der Maschine vom Anfang bis zum Ende hier drüber nähen oder aber auch hier mit der Hand mit einem Matratzenstich die Wendeöffnung schließen. Bevor ihr hinten die Wendeöffnung schließt, legt euer Handy am besten mal drauf. Nicht, dass es zu prall gefüllt ist. Es ist tatsächlich so, ich habe hier noch gut Platz, weil ich hatte es eben schon mehr gefüllt. Und wenn das dann zu prall ist, dann ist das hier so spitz und dann kann euer Handy rechts und links runterrutschen. Weil es muss ja hier schon eine gewisse Auflagefläche haben. Also probiert das mal einfach aus mit eurem Handy, wie viel ihr das gerne füllen möchtet. Bei mir ist es jetzt so, dass es wirklich nicht viel. Und jetzt geht es wieder an die Nähmaschine und die Wendeöffnung wird geschlossen. Tada! Schwupps, ist es schon fertig. Unten in der Infobox findet ihr nochmal alle Daten, wann während des Weihnachtsspecial immer ein Video rauskommt. Ihr könnt aber auch gerne nochmal hier in die Videos reinschauen. Vielleicht ist da ja noch das ein oder andere für euch dabei. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachnähen und bis zum nächsten Mal.